Hey Leute, ich bin SmackPaverick. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr Erdbeeren richtig sehen und in der Wohnung bzw. im Haus vorziehen könnt, damit ihr dann im selben Jahr noch Erdbeeren ernten könnt. So, dann kommen wir erstmal dazu, was wir brauchen. Wir brauchen erstmal ein Anzuchtgefäß mit ungedüngter Erde bzw. ungedüngtem Substrat. Dran brauchen wir natürlich die Erdbeersamen, ja. Und ja, wann fangen wir damit an? Das bleibt jedem selbst überlassen. Man kann von Januar bis April, auch noch im Mai, damit beginnen. Es ist allerdings so, wenn ihr zu spät anfangt, dann werdet ihr erst im zweiten Jahr von diesen Erdbeerpflanzen hier Erdbeeren ernten können. Ich fange daher schon recht früh, meist im Januar, Februar damit an, die zu Hause vorzuziehen. Ja, wie gehe ich dabei vor? Ich nehme also hier diese Samen, das sind Lichtkeime, ja, die kommen also oben einfach nur auf die Erde drauf. Manche sagen, dass man die noch so ein bisschen bedecken soll mit, ja, mit Erde oder Sand. Braucht man aber nicht. Ich fahre damit immer ganz gut, wenn ich die einfach nur so, ja, ja, hier so ansehe, drauf sehe, ein bisschen festdrücken. Und ja, zum Schluss kommt noch mal ein bisschen Wasser drauf, die Erde ist schon etwas feucht, ja. Und damit die Feuchtigkeit auch im Behälter nicht entweicht und auch die Wärme nicht entweicht, kommt noch ein Deckel drauf, den ich einmal täglich lüften lasse. So, und dann kommt das Ganze an den passenden Standort. So, der ideale Standort für das Anzuchtgefäß ist jetzt eine Fensterbank ohne direkte Sonneneinstrahlung, das heißt ein Ost- oder Westfenster. Die Temperaturen sollten idealerweise bei 18 Grad liegen. Können aber auch bei 18 bis 24 Grad liegen. Ja, aber bei 18 Grad keimt das Ganze am zuverlässigsten und besten. Ja, die Keimdauer beträgt je nach Erdbeersorte 2 bis 6 Wochen. Und so lange müssen wir jetzt einfach mal warten und darauf achten, dass die Erde nicht austrocknet und ja, bis sich was tut. Ja, 10 Tage hatte es gedauert, dann fingen die Erdbeeren an bei mir zu keimen. Und nach insgesamt 5 Wochen habe ich jetzt hier diesen Status erreicht, wo ich die Pflanzen pikieren muss. Das heißt, ich muss sie auf einzelne Pflanzengefäße verteilen. Da nehme ich dann immer ganz gerne so ein, ja, Essstäbchen hier und hole mir vorsichtig, ohne dass ich die Wurzel verletze, die Pflanzen entsprechend raus und teile sie jetzt auf einzelne Gefäße um, ja, wo sie dann halt entsprechend weiter wachsen können. Ich warte noch ein bisschen, ja, bis ich sie dann nach draußen pflanze, bis es wärmer wird. Ja, so nach den Eisheiligen, ja, auch wenn die ein bisschen kältere Temperaturen abkönnen. Aber ich warte, weil die können jetzt hier in den Pflanzengefäßen im Wohnbereich, ja, im Innenbereich noch ganz gut weiter wachsen. Ja, meine Erdbeeren sind jetzt hier ein ganzes Stück noch schön gewachsen. Und jetzt ist es auch so weit, dass ich sie auspflanzen kann. Bei frisch gezogenen Erdbeeren, die noch ein bisschen frostempfindlich sein können, warte ich sicherheitshalber immer bis zu den Eisheiligen. Drin wachsen die in den Pflanzengefäßen genauso gut. Und jetzt, ja, geht's raus und ich werde sie einpflanzen. Was ihr beim Einpflanzen alles beachten müsst, ja, das erfahrt ihr in diesem Video, was ich euch an dieser Stelle verlinkt habe. Ich hoffe, dieses Video war informativ und hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.